Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Projekt SnowRunner. Ich will immer MudRunner sagen, aber nein, wir spielen SnowRunner zusammen mit dem guten Marcel. Hallo. Hallo. Und wir wollen diesen Truck da vorne bergen. Kodiak irgendwas. Und Marcel hat uns hier mal quer durch die Pampa gelotst. Kann eigentlich nicht gut laufen hier. Aber ich glaube, man muss erst an den LKW ran, um das zu aktivieren. Ich bin gerade nicht so sicher. Oh, dann fahre ich da mal rein. Um das zu aktivieren. Da, neuer Truck entdeckt. Tipptopp. Chevrolet Kodiaq C70. Jo, ich auch. Das ist jetzt wahrscheinlich unser. Ja. Okay. Und ich glaube, der hat auf jeden Fall Wasserschaden. So klein. Marcel? Ja. Würdest du nach dem mich mal rausziehen? Danke. Danke dir. Kein Problem. Gefährlicher Wasserstand hat der. Na, ich kann nicht, oder ich hänge dann an dir an. Immer den Baum. Ich kann jetzt an dir gar nicht anhängen. Echt nicht? Ich glaube, du musst die Seilwinde mal kurz lösen. Dass ich dich da, glaube ich, rausziehe erstmal, oder? Ja, ich komme tatsächlich ein Stück. Guck mal, geht. Achso, du hast mich schon gezogen. Komm, dann ziehe ich den jetzt nochmal ein Stück. Einsteigen kannst du da wahrscheinlich nicht, ne? Nee, der ist doch, glaube ich, komplett kaputt. Das wäre eigentlich noch cool, dass man eine Winde auf der zweiten Seite noch anschließen könnte. Aber ich meine, das im MudRunner ging das auf jeden Fall, dass du auf zwei Seiten eine Winde anschließen konntest. Du hast auch noch 86 Liter, oder? Jo. Ich habe noch 28. Aber das heißt sowieso eigentlich, wir müssen den. Oder können wir den tatsächlich zurückziehen? Klar, zur Werkstatt ziehen. Aber vielleicht kannst du auch einsteigen und auf Bergen drücken. Das geht vielleicht auch, ja. Ja. Aber ich könnte auch jetzt dir Sprit klauen. Was? Ich kann dir Sprit abtanken. So, jetzt kommen wir aber auch nicht weiter. Hast du da bin ich los? Ja. Ja, das Ding, ich komme da schon raus, aber ich kann nicht, ich kann den nicht. Ich könnte den nicht hier hinten. Du kommst aber mit der Seilwinde an den auch nicht mehr dran, ne? Ja, jetzt nicht, weil du dran bist. Fährst du gerade schon wieder fest, wa?
Sonst machen wir kurz ab, dann versuche ich mal bis da vorne auf den Platz zu ziehen. Ja, und von da aus können wir noch bergen lassen, ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, ob wir nochmal an tanken kommen. Mhm, ich habe noch 21 Liter. 20. Mein LKW verbraucht gerade 18 Liter beim Ziehen. Na bravo. Was ist das hier für ein Platz? Einfach nur ein Platz. Okay. Ich glaube, hier ist nichts. 12 Liter noch. Juhu. Ja, zur Not kannst du bei mir da gleich ein bisschen wieder abtanken, oder? Ist aber auch so cool, wie der so volle Lotte auf die Hupe haut. Oh, ich bin total gespannt, ob der im Singleplayer nachher bei uns beiden verfügbar ist oder ob der bei dir im Spiel verfügbar ist. Also ich habe jetzt noch einen Liter, der geht jetzt aus, meiner. Okay. Der will schon nicht mehr fahren. Dann lass den mal stehen, den Kodiak. Den lassen wir hier von hier aus bergen, oder? Ja, ich kann aber eben darüber springen. Ach, da bist du schon drin, im Kodiak. Ja. Aber ich kann sogar in deinen einsteigen. Kannst du bergen und nicht. Warte mal. Möchtest du denn dein Fahrzeug in die Werkstatt zurück? Solange du den Truck eines anderen Spielers fährst, kannst du den Bergo nicht verwenden. Okay. Okay, das heißt also, der ist auf jeden Fall von dir. Weil wir in meinem Spielstand sind, ja. Ja. Also müssen wir das in deinem wiederholen. Ja. Dann müssen wir aber erstmal hinkriegen, dass du in meinen reinkommst. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. So, dann. Kodiak Teller. So, du hast ja jetzt gesagt, du kannst von meinem hier tanken, oder? Ja, ich muss erstmal zu meinem zurückkommen. Nachtanken. 63 Liter hast du noch, wa? Hm. Aber ich glaube, ich kann hier keinen Sprit klauen. Doch nicht. Wo ist denn hier die nächste Tankstelle? Jetzt komme ich nämlich auch nicht dahin. Ganz schönes Stück zurück. Oh ja. Müsst es aber schaffen, ist ja asphaltiert. Ja, ein Teil davon. Ich schau mal. Also hier rechts lang und dann. Mhm. Aber dann kommt, du wirst wahrscheinlich jetzt den zurücksetzen müssen, ne? Oder ich gehe in die Werkstatt und nehme einen anderen LKW. Um ihm hier Sprit zu bringen. Stimmt, das könnte man auch machen, ja. Kosten der Aufbau. Oh, die Brücke.
bin jetzt schon mal an der asphaltierten Strecke hier. Jetzt fahren wir der Strecke nach. Brücke. Ja. Okay. So eine Minimap wäre zwischendurch noch ganz cool, ne? Ja. Irgendwas sonst noch? Ich hoffe mal, dass der voll ist. Vorne ist unsere gebaute Brücke. Hervorragend haben wir das gemacht. Hat eine schön gebaute Brücke. Na, ich komme mal zur Tankstelle. Also ich schaff's ja zur Tankstelle, Marcel. Perfekt. Dann brauche ich dir keinen Sprit bringen, nur meinen LKW. Jetzt fahre ich gerade denselben LKW, wie du den hast. Hast du den jetzt gekauft? Nee, den hatte ich ja noch. Achso, hattest du auch noch dran. Ja. Mit Tankaufbau jetzt aber. Hier steht übrigens auch noch so ein Sattelauflieger als Tank, so ein Megateil. Aber da weiß ich nicht, ob man den überhaupt nehmen kann. Aber mein Tank ist voll. Sehr schön. So, dann gucke ich doch mal, was denn sonst noch anstehen könnte hier. Ersatzteile für Bohrung, Krantruck empfohlen. Mal gucken, was wir noch haben. Felssturz. Metallplanken und Ersatzteile. Ersatzteile muss wieder im Lager holen. Und die Metallplanken kommen im Dorf, da in der Stadt, aus dem Lager. Ja. Aber das ist auch gar nicht so weit weg da. Metallplanken sind da. Ersatzteile hier im Lager. Die Frage ist. Achso, du musst ja erstmal zu deinem LKW da vorne. Ich beeile mich schon, ich bin gleich an der Tankstelle. Sehr gut. So, das muss. Feldsturz, das ist auch nicht so weit davon weg. Ne, von dem Lager in der Stadt ist das direkt um Ecke, ja. Pass auf, dann fahre ich doch mit den. Ach, das ist aber ärgerlich, ey, dass du die Metallplanken brauchst, obwohl auch nur, ja, du musst die Metallplanken zuerst dahin bringen. Ah, ne, ist egal, Ersatzteile kannst du auch direkt hinbringen. Dann würde ich mit den Ersatzteilen dahin fahren. Mhm. Vom Lager, und dann kann ich auch die Metallteile direkt oben, weil die sind ja nicht weit weg von dem Felssturz selber. Das stimmt. Die Frage ist nur, wie fahre ich am sinnvollsten jetzt dahin? Gut, das Lager wieder darüber. Aber dann kann ich auch nachher eigentlich hier unten rum über diese Brücke fahren, ne? Obwohl, ich glaube, das ist auch egal. Wie fährt man denn da am besten hin? Ja, wir müssen ja von der Stadt aus rankommen.
Nee, dann fahre ich erst zur Stadt. Ja, irgendwann. Ich fahre jetzt irgendwas. Ach so. Irgendwas. Ach, da bist du ja. Mein so. Tank scheint hinten aber voll zu sein. Gut. So. Ein Stückchen komme ich dir noch hinterher. Sehr schön. Aber der Tank ist voll, das merkt man. Aber der hält sich ganz wacker eigentlich, ne? Also außer du musst irgendwie noch einen Auflieger durch die Gegend ziehen, finde ich. Was, ein Auflieger? Ja, außer du musst einen Auflieger oder so einen Anhänger durch die Gegend ziehen. Ansonsten finde ich, hält er sich doch sehr wacker. Ja, du wieder jetzt schaukelt er mit dem Aufbau ganz schön. Ja. Ich wäre sicherlich auch schneller weg, aber ich habe hier vor mir so tatsächlich einen Schleicher auf der Straße. Ich kann dich sehr gerne vorbeilassen. Nee, nee, fahr du mal. Ich biege sowieso jetzt hier ab. Das ist easy peasy, ne? Hier habe ich schon mal einen Tieflader durchgezogen. Ganz alleine. Naja, vielleicht nicht ganz. Kann man die Seilwinde eigentlich auch an Felsen festmachen? Ich glaube nicht. Ja. Macht doch nur in seltenen Fällen überhaupt Sinn, ne? Also, dass du es wirklich an einem Felsen machen könntest, oder? Um Felsen aus dem Weg zu ziehen. Ja. Bin ich jetzt hier überhaupt richtig abgebogen? Manchmal bist du auch echt, dann denkst du immer, oh nein, wieso hast du jetzt gebremst? Wenn du so ein bisschen den Schwung noch mit hattest. Und manchmal willst du, dass er bremst, dann bremst er nicht so. Ah. Die Frage ist tatsächlich, wenn du anfängst, so ein bisschen logistisch zu denken, dass du sagst, okay. Ersatzteile würden ja jetzt auch zwei drauf gehen, theoretisch. Aber du kannst sie eigentlich nirgendwo abstellen, ne? Wenn du sie einmal hast. Du könntest halt den Anhänger mitnehmen. Ja. Und den natürlich vollpacken. Und dann irgendwo stehen. Aber irgendwo stehen die halt auch. Die Anhänger mit unterschiedlichen Sachen drauf. Ja. Ja, man müsste mal wissen, wo die Sachen dann auch stehen, ne? Aber wahrscheinlich stehen sie meistens genau da, wo du sie nicht brauchst. Nee, das will ich nicht. Ich will. Sind denn diese Ersatzteile? Wieso sehe ich das denn jetzt nicht? Ah, doch, Ersatzteile. Ja. So, das war dann Ersatzteile einmal, ne? Ich guck noch mal. Ich guck noch mal, bevor das hier.
Da, Felssturz. Ich packe jetzt den Tanker hier erstmal. Einmal. Da bleibt erstmal hier stehen. Oder? Ups. Rüber. Ich bin dann auch mal auf dem Weg zur Stadt. Alles klar. Wird aber ein bisschen mutiger, muss man sagen. Aber das hat auch schon dazu geführt, dass wir den einen oder anderen leichten Motorschaden davon getragen haben hier. Oh, hier ist aber steil. Das meinte Marcel in einer der letzten Folgen hier mit außen rumfahren. Ja, damit hätte ich nicht hier von Mast zu Mast hangeln muss, ne? Ja, wie gesagt, ich habe das aber nur mit dem LKW gemacht, der kein Allrad hatte, weil ich damit auch so einen Tankanhänger gezogen hatte. Ja. Den ich gefunden hatte. Ja, ich finde das auch ein wichtiger Tipp. Also man muss wirklich ein bisschen gucken, wo die Sachen stehen. Ich habe nämlich auch schon diverse Male Anhänger quer über die ganze Karte gezogen. Unnötigerweise. Ja, aber der musste, aber von da, wo ich ihn gefunden habe, musste der in die Stadt. Ja. Okay. Ich habe den ersten Stück mit diesem Geländewagen gezogen, den du hattest. Anhängen ging nicht, aber Seilwinde ging. Da habe ich den ersten so gefunden, ein Stück gezogen. Und dann habe ich aber eben gesagt, na nee, das war mir dann doch zu langsam. Und zu mühselig und ja. Dann habe ich es mit dem LKW die letzten paar Meter versucht. Also ich glaube wirklich, auch liebe Zuschauer, wenn ihr euch mehrere Aufträge anguckt, dann könnt ihr logistisch, ne, ich fahre jetzt hier gerade mit einem Ersatzteil, ich hätte wahrscheinlich auch den Anhänger locker mitziehen können, da hätte ich wahrscheinlich mehrere Sachen fahren können, mehrere Aufträge gleichzeitig machen können, da kann man sicherlich auch noch was machen. Wir sind hier gerade am Anfang und starten ja mit SnowRunner, aber ich glaube, dass wir da schon noch pfiffig werden irgendwann. Dass du sagst, okay, komm, wir machen mal zwei, drei Aufträge parallel. Ja. Und dass man sich dann auch vielleicht mal einen Anhänger dranhängt und den mitzieht, je nachdem. Ja, genau. Weil du müsstest ja normalerweise auch, wenn du einen Anhänger mitnimmst, das Material vom Anhänger, wenn du jetzt einen LKW mit Kran hast, umladen können. Für die extrem matschigen Stellen. Ja. Aber so langsam lernt man die Karte aber dann doch kennen, ne? Ja. Ja, wie gesagt, und durch das Portal fährst du dann zum nächsten Kartenabschnitt und kannst halt auch Aufträge, kannst du auch hier Material holen und da drüben wegbringen oder umgekehrt. Ja.
Hier vorne steht auch noch ein Anhänger mit Teilen. Ich weiß aber nicht, das ist irgendwas anderes, glaube ich, was der da hat. Holzbretter hat er. Sägewerk. Ach, du fährst an der Brücke gerade vorbei, wo der rote Anhänger steht. Ja, genau. Mhm. Ich muss doch jetzt zum Dorf, oder? Ja, ja, du kannst durchs Dorf fahren, ja. Genau, und an diesem Dorfausgang, da ist am Anfang, wenn du da hinkommst, da kannst du ja gar nicht durch, ne? Da sind ja so Betonblöcke. Das wird erst später freigeschaltet, ne? Diese Dorfdurchfahrt. Ja, die ist aber jetzt hier schon frei. Ja. Ich glaube, nachdem die Werkstatt war oder so. Ja, genau, irgendwann dann wird die freigeschaltet. Aber die kannst du aber auch umfahren. Ja, habe ich versucht. Hat aber nicht so richtig gut funktioniert. Und ich bin einfach die Nachbarstraße irgendwo querfeld eingefahren. Ich habe am Anfang echt überlegt, ob das Sinn macht, hier die durch das Wasser zu fahren, weil da so Sperren vor waren. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ne. Wir haben hier keine Zeit, um so einen Shishi zu machen. Hier muss. Den Leuten muss hier geholfen werden. Mit dem Pickup ist das eng durch dieses eine Wasserloch. Ja, das stimmt. Wo ich vorhin auf der Seite nach. Ich habe es auch gemacht schon. Gleich am Sägewerk. Ach, gehst du dann die Metallplanken holen? Ja, genau. Ja, ich liefere das noch ab, liebe Zuschauer, aber dann ist die Folge jetzt auch wieder vorbei. Ne? Das ist schon wieder fast eine halbe Stunde, Marcel. Das ist echt unglaublich. Ja, man vergisst die Zeit bei den Dingen. Unglaublich ist das, unglaublich. So, wer hat denn hier die Hütchen abgesperrt, ihr Vögel? Ist doch Schwachsinn. Ach so, ja. Ja, man denkt sich, fahr mal eben. Ja. Man zieht sich das doch. Vor allem SnowRunner soll dreimal größer sein, die Karten, als bei MudRunner. Ja, hab ich auch schon gehört. Obwohl die Russen-Map, die dabei ist, die ist viel kleiner. Da hast du, glaube ich, nur vier von diesen Aussichtstürmen. Wachtürmen oder irgendwie sowas. Ja. Was soll das hier gar nicht mit dem Fettschluss? Hier kannst du die Aufgabe nur annehmen, ne? Der Felsstoß ist aber in derselben Straße. Ach, da vorne. Ja, ich hab schon. Nee, doch nicht. Moment. Hinter der Entwässerung. Einfach nur weiter geradeaus fahren. Der Straße folgen. Ach so, ja, alles klar. Ja, ich jetzt gerade überlege, waren die Bäume hier an der Stelle vorhin auch schon so bunt, herbstmäßig? Ja. Ganz bestimmt, eventuell vielleicht. Weil die Strecke bis jetzt immer nur im Dunkeln gefahren, daher weiß ich es nicht. Hier ist auch noch wieder ein Auftrag. Entwässerung, ja. Es gibt noch so Pumpen, die du in einzelnen Sümpfen mit Sprit beliefern musst. Ach so. Aber ja. Das machst du am besten mit einem Scouter, das heißt mit Geländewagen oder so. So. Teil 1 Feldsturz habe ich entladen. Ja, ich bin sofort am Lager hier zum Laden. Geht gerade ab. Metallplanken war das, oder? Ja. Ja, genau. Bin auf dem Weg. Ja, also man muss halt wirklich sagen, ne, die, was die Karten angeht. Hier gibt es sogar Logistikzentren. Ich kann ja mal die globale Karte hier aufmachen.
Wir sind halt hier auf der ersten. Das ist. Und hier gibt es 4 von diesen Karten. Und dann gibt es noch 3 Bereiche. Gut, okay, im dritten Bereich gibt es nur 3 Karten. Ich denke, das wird irgendwann sicherlich aufgefüllt. Aber das ist schon ultra, ultra groß hier. Der dritte Teil ist der Rüstenteil. Und wenn du bei den in der Werkstatt guckst, wenn die, wo die LKWs kaufen kannst, oder die Fahrzeuge, da stehen auch bei einigen Fahrzeugen bei, sind in Amerika nicht zu kriegen oder nicht zu fahren. Das heißt, die Ach kannst so, du dann nur okay. auf der Russenkarte wohlfahren, okay. vermute ich mal. Ja, krass. Ja, wie gesagt, wenn du jetzt weiterfährst zum Portal, dann bist du in diesem zweiten Kartenabschnitt. Weiterfährst zum Portal. Und da gibt es auch das da, Logistikzentrum. Ja. Hirschfeld Logistics gibt es da. Mhm. Ne, du musst ein Stück weiter nach oben noch. Nicht hier? Ja, ich habe hier nur. Ich habe mich aus dem Weg geräumt, ja. Soll ich dich schieben? Nö, nö, nö. Schaff das schon. Hammer. Guck mal, Kontostand 14.500. Jetzt wird's ja langsam. So, liebe Leute, aber wir haben den Felsblock hier befreit. Marcel war schon in der nächsten Stadt, da kommt ihr lang. Habt ihr gesehen, ne? Ich kann euch das nochmal zeigen. Wir haben hier echt jetzt in den letzten Folgen eine ganze Menge Zeug befreit. Felsstürze, Brücken repariert. Also ich finde, wir haben für die Logistik hier in dem Bereich schon eine ganze Menge getan. Also die Leute sollten schon auch, finde ich, so ein bisschen dankbar sein, ne? Mhm. Die Frage ist, wird das in den nächsten, kriegst du in den nächsten Bereichen mehr Geld für die einzelnen Aufträge? Muss ja eigentlich, ne? Also ich glaube schon, dass es skalieren müsste, ne? Du musst ja, in der Werkstatt hast du ja auch relativ teure Dinger nachher, auch so riesen Schwerlastdinger, die hast du hier gar nicht als Aufträge, oder? Ne, die kommen wahrscheinlich später noch, ja. Was ist denn hier Nadelholz Express? Ach guck mal, da kriegst du pro für die Zeit, die du dafür brauchst, kriegst du Kohle. Hast du gesehen? Mhm. Lieferung an Kirche, Holzplanken, Altenhaus. Was ist denn, wenn du die Holzplanken einfach schon hast und die dann 2, 3, 4. Dann müsstest du 4 Mal brauchst du einen Anhänger dran. 8 Minuten. Könnten wir ja mal machen in der Challenge, ne? Ja, wir brauchen ja nur jeweils 2, oder? Ja, ja, mit 8 Metern. Weil mit Anhänger zum alten Haus da oben, das wird eng. Weil da lag zum Beispiel so ein Upgrade. Ja. Ach, ich sehe übrigens auch, hier liegt noch ein Upgrade auf der Karte. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob das letzte ist. Ja, da liegen noch 2. Okay. Die Frage ist, muss man in der Zeit das auch noch holen, das Holz, oder kann man das schon haben? Steht da nichts? Ach guck mal, hier gibt es auf jeden Fall auch in der Nacht abschließen. Vermeide diese Interaktion. Werkstatt, Truckwechsel, Bergung. Mhm. Brauchen dringend frisches Holz. Wir haben ständig neue Anfragen. Kannst du ihnen helfen? Sie zahlen auch gut. Sollen wir das gleich mal probieren? Zu zweit müsste das doch eigentlich easy zu machen sein, oder? Hm. Wolltest du erstmal YouTube nach Hause schicken? Ja, genau. Liebe Leute, ihr habt bei der Überlegung mitgemacht und wir gucken mal, ob wir das machen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Lasst uns ein Däumchen da und abschalten, ne? Und falls, also denkt immer dran, gerade jetzt in dieser Zeit, ruft mal einen Freund an und sagt, hey, ich möchte Snowrunner mit dir spielen. Coole Nummer, gemeinsam was machen und ich kann Marcel nicht anstecken. Marcel steckt mich nicht an, der ist ziemlich sicher. Ja. So, dann sagen wir noch Tschüss. Tschüss. Alles Gute, bye bye und ade.